Also, das war ja eigentlich so, ich wollte es ja gar nicht lernen, weil Bankkauffrau habe mir gedacht, vornehme Klamotten, ich weiß nicht so, Jeans ist halt trotzdem irgendwie bequemer. Und irgendwie haben wir dann gedacht, gut, eigentlich könnte man nochmal so Praktikum der Bank machen. War dann eigentlich richtig begeistert, denke, das ist es doch. 1.9., okay, das war mal schon so, Ferien waren rum, mies. Aber dann bin ich da reingekommen, gut, das waren ganz viele neue Eindrücke. Ich muss dann sagen, ich bin auch heim und war total platt, aber ich bin da richtig freundlich aufgenommen worden. Wir hatten früher viel Zeitung gelesen oder sonstiges, sich so informiert über Arbeitsmarkt, was überhaupt passiert. Und jetzt informiert man sich einfach, weil einen das selber interessiert. Herausforderungen. Gut, das ist ja eigentlich jeder Tag Herausforderung, ne? Gut, dann macht man ganz normal seine Sachen und dann ist. Und das Girokonto machst du jetzt so nicht so. Ich? Was mache ich, wenn das und das passiert? Herzlich willkommen bei der Sparda Bank. Was darf ich für Sie tun? Ich fühle mich da richtig wohl. Also es war eine gute Entscheidung. Es ist der Wahnsinn, dass ich genommen worden bin. Einfach. Also das ist mir jetzt im Nachhinein auch schon, finde ich es auch einfach genial, in solchen Klamotten rumzulaufen. Man läuft immer so düt, düt, düt. Ich in Zukunft, na, also ich möchte vielleicht mal die Baufinanzierung. Ja, es wäre schon schön, würde ich sagen. Ein paar Mitarbeiter unter mir, alle natürlich total freundlich und könnte schon cool sein.